Wir kommen damit zum Punkt 7, Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Hierzu gibt es eine Wortmeldung aus Niedersachsen. Herr Minister Lies hat das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ziel, den Wolf als Art zu erhalten, eint fast alle. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft für alle die, die sich mit dem Thema beschäftigen. Kaum jemand, übrigens auch nicht unter den Weidetierhaltern oder den Jägern, spricht dem Wolf seine Existenzberechtigung in Deutschland ab. Wenn wir diese gemeinsame Zielsetzung und Haltung nicht riskieren wollen, sollten wir aber in der Tat darüber nachdenken, wie wir die Akzeptanz für den Wolf weiterhin dauerhaft sichern. Ich will etwas berichten, und zwar aus dem Handlungsplan für den Schutz von Wölfen, der damals für den Europarat aufgestellt worden ist, übrigens von führenden europäischen Wolfsbiologen. Dort steht, als langfristige Strategie erscheint es unrealistisch vorzuschlagen, den Wolf überall dort zu erhalten, wo er sich potenziell ansiedeln kann. Die Regulierung von Wölfen kann nicht verärgerten Weidetierhaltern oder Wilderern überlassen werden. Daher müssen nationale Wolfsmanagementpläne auch Ziele, Kriterien und Methoden entwickeln, mit der die Anwesenheit dieser Tierart reguliert werden kann. Sofern das übergeordnete Ziel, lebensfähige Wolfspopulationen zu erhalten, berücksichtigt bleibt, könnte man heute bereits über ein Zonenmanagement nachdenken. Meine Damen und Herren, in Niedersachsen ist der Wolf seit Jahren heimisch. Neben vielen Rudeln übrigens, die kaum Probleme bei den Nutztierhaltern verursachen, gibt es einzelne Wölfe und Paare, die den Haltern von Schafen, Rindern und Pferden Angst bereiten und sie um den Schlaf bringen. Und das Traurigste ist, diese Menschen haben begründete Angst, dass der Staat sie mit ihren Sorgen möglicherweise alleine lässt. Bei uns hat ein Wolf zum Beispiel so viele Rinder und Ponys gerissen, dass wir seinetwegen bereits Kosten von 1,25 Millionen Euro zusätzlich an Herdenschutzmaßnahmen stemmen mussten. Ein einzelner Wolf. Es schien für uns nur folgerichtig, diesen Wolf zu entnehmen. Und dennoch ist es seit über einem Jahr trotz Einsatz von Spezialisten und auch Polizei nicht gelungen. Dies hatte ganz wesentlich auch mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu tun. Und übrigens senkt das Vertrauen an der Stelle. Das Bundesnaturschutzgesetz in seiner jetzigen Fassung setzt für Entnahmen einen erheblichen Schaden für die Weidewirtschaft voraus. Ein Weidetierhalter muss praktisch in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht sein, um eine Ausnahme vom strengen Artenschutz geltend zu machen. Wir haben über eine solche Ausnahmegenehmigung trotzdem überlegt und sie auf den Weg gebracht. Und trotz entsprechender Klagen, die unsere Maßnahmen in einer ganz entscheidenden Phase ausgebremst haben, konnten wir hin bis hin zum Oberverwaltungsgericht Zustimmung für unsere Argumentation verzeichnen. Nicht jeder Wolf darf alles um jeden Preis. Das muss, glaube ich, dabei klar sein. Und dennoch, wir haben es bis heute nicht geschafft, diesen Wolf zu entnehmen. Wie kann das sein? Wir sind gesetzlich gehalten, in dem Territorium von rund 200 Quadratkilometer Ausdehnung aus diesem Rudel von mindestens 5 Individuen genau das richtige Tier zu entnehmen, damit die an der Maßnahme Beteiligten nicht mit der Staatsanwaltschaft in Konflikt geraten. Im Prinzip ließe sich das also nur über den Lebendfang mittels einer Falle machen. Dann macht man eine DNA-Prüfung, um sicherzustellen, auch das richtige Tier erwischt zu haben. Ein geradezu absurder Aufwand, wenn man bedenkt, dass wir in Niedersachsen schon knapp 30 Rudel bzw. Paare haben und die Anzahl der Territorien bei uns seit 2012 nicht um wie Bundesdurchschnitt 32%, sondern durchschnittlich um 60% pro Jahr anwächst. Sie sehen also, warum gerade wir in Niedersachsen auch sehr sensibel sind. Und wir haben eine Sorge, ich will die auch offen benennen. Wir wissen dabei nämlich nicht, wie viele Wölfe in Deutschland tatsächlich jährlich auch illegal getötet werden. Aber wir müssen davon ausgehen, dass dies zunimmt, wenn der Staat aufgrund seiner eigenen Gesetze nicht in der Lage ist, dem Thema der problematischen Wölfe zu begegnen. Denn genau das Bundesnaturschutzgesetz, das eigentlich die seltenen Arten schützen soll, steht dem jetzt im Grunde genommen genau entgegen. Der Wolf wird am Ende nur dort bleiben, wo die Akzeptanz der Menschen auch gesichert ist. Und für die Akzeptanz braucht es einen Staat, der auch handlungsfähig ist. Und deswegen zum Positiven. Deswegen war die Ergänzung des Bundesnaturschutzgesetzes nicht nur notwendig, sondern längst überfällig. Wir haben seit 2018, auch in den Jahren davor, regelmäßig darüber diskutiert. Ich habe 2018 die Bundesratsentschließung, wo ein Teil zumindest jetzt umgesetzt wird, hier selber eingebracht. Das Erfordernis der Individualisierung im Feld ist jetzt etwas entschärft. Und auch ein drohender ernster Schaden reicht künftig aus, und entsprechend konsequent reagieren zu können.
Das sind wichtige erste Schritte, aber die werden nicht genügen. Noch immer laufen wir der Entwicklung hinterher, statt sie zu steuern. Wir schaffen es damit nicht, wie wir immer so sehr sagen, vor die Lage zu kommen, sondern wir können immer nur den Folgen begegnen. Die Empfehlung der Fachleute, die ich übrigens vorhin zitiert habe, über nationale Wolfsmanagementpläne und Zonenmanagement nachzudenken, stammt aus dem Jahre 2000. Aus dem Jahre 2000. Wäre es nicht an der Zeit, jetzt 20 Jahre später bundesländerübergreifend einen Konsens zu entwickeln und nicht zu warten, bis in einigen Ländern die Situation immer schwieriger wird, während die anderen frei von Betroffenheit und Verständnis das hohe Lied des Artenschutzes im Munde führen. Denn ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass über den heute vorliegenden Entschließungsantrag, der den kleinen Schritt in Richtung vernünftigem Umgang und Praktikabilität, den diese Bundesnaturschutzgesetznovelle ermöglicht, quasi für rechtswidrig erklären würde. Ich möchte deshalb an dieser Stelle auch ein Stück an die Vernunft appellieren. Der Wolf ist zurück in Deutschland und er wird bleiben. Aber Artenschutz beim Wolf ist heutzutage nicht mehr Individuenschutz. Was wir in dieser Phase benötigen, und das schulden wir auch den Menschen, die eben nicht in den Großstädten der dritten oder fünften Etage wohnen, sondern in den Gebieten, wo der Wolf heute ist und die er nicht meidet, ist ein vorausschauendes und kluges Management. Und wir dürfen auch keine Angst haben, diesen Begriff in den Mund zu nehmen und ihn auszuformulieren, wie wir ihn ausgestalten können. Und übrigens, meine Damen und Herren, Frankreich macht uns das vor. Unbeanstandet von der Europäischen Union hat man dort einen nationalen Handlungsplan entwickelt, der ein langsames Ansteigen, weiteres Wachsen, also der Population, hin zum günstigen Erhaltungszustand sicherstellt. Lassen Sie uns doch gemeinsam und ganz nüchtern und ganz sachlich, ohne Emotionen, diese Probleme angehen und lassen Sie uns zusammen mit dem Bund einen Plan entwickeln, wo man am Ende auch sicher sein kann, dass Wölfe dort leben können, aber wo man auch unter Umständen im Sinne Niedersachsen ist Küstenland, zum Beispiel der Deichsicherheit oder in den Gebieten, wo aus Gründen des Naturschutzes zum Beispiel wir auf extensive Beweidung angewiesen sind, eben keine Wölfe dulden, die uns Probleme machen, sondern sehr viel konsequenter und sehr viel frühzeitiger reagieren können. Und ehrlicherweise auch, weil elektrifizierte Zäune und defensive Hunde eben nicht überall eine entsprechende Lösung darstellen. Eins ist sicher, die Situation klärt sich nicht von selbst. Und wir sollten den Anstand haben, die Menschen in den Regionen mit problematischen Wölfen nicht länger zu sagen, wir schauen mal, was wird, sondern wir dürfen sie und ihre Haltung nicht ignorieren. Denn wenn Politik den Anspruch hat, Sicherheit zu gewährleisten und Zukunft zu gestalten, dann müssen wir einen eingeschlagenen Weg auch konsequent weitergehen. Niedersachsen ist dazu gerne bereit, sich aktiv in den Prozess unserer Konzeption eines dafür notwendigen nationalen Wolfsmanagementplans einzubringen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister Lies. Es liegen uns keine weiteren Wortmeldungen vor. Empfehlungen oder Anträge auf Anrufung des Vermittlungsausschusses liegen ebenfalls nicht vor. Ich stelle daher fest, dass der Bundesrat zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss nicht anruft. Wir haben nur noch über die vom Umweltausschuss in Ziffer 2 der Empfehlungsdrucksache vorgeschlagene Entschließung zu befinden. Hierzu ist gewünscht, über die Entschließung in drei Schritten abzustimmen. Ich bitte um Ihr Handzeichen daher zunächst für die Ziffer 2 ohne die letzten drei Sätze. Ziffer 2 ohne die letzten drei Sätze. Das ist eine Minderheit. Dann bitte ich um Ihr Handzeichen für den drittletzten Satz der Ziffer 2. Auch das ist eine Minderheit. Nun noch Ihr Handzeichen für die letzten beiden Sätze der Ziffer 2. Die letzten beiden Sätze der Ziffer 2, auch das ist eine Mehrheit. Dankeschön. Damit hat der Bundesrat eine Entschließung gefasst und ich beende den Tagesordnungspunkt 2.